بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، meine lieben Geschwister und hallo an alle Zuschauer. Heute möchte ich gerne über das Thema sprechen: Islamhass fördert den Terrorismus. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Islamhass den Terrorismus fördert. Auf der Seite der Nicht-Muslime und auf der Seite der Muslime. Also der Islamhass, der verbreitet wird, Karikaturen, die verbreitet werden, Lügen und Diffamierungen, die verbreitet werden über den Islam und die Muslime, fördern den Hass und die Radikalisierung bei Nicht-Muslimen und bei Muslimen. Jetzt überlegt mal ganz kurz mit mir. Nachdem jetzt vor kurzem die Karikaturen gezeigt worden sind, die ja ein Symbol des Hasses und der Abscheu gegenüber unserem Propheten Muhammad SAW sind, wurde der Lehrer, der diese Karikaturen gezeigt hat, ermordet, getötet. Von wem? Von einem radikalen Muslim. Ein paar Tage später wurden zwei muslimische Frauen, die Kopftuch tragen, angegriffen von einer Gruppe von radikalen Nicht-Muslimen, Islamhassern. Jetzt, heute, wurden drei Menschen in der Kirche ermordet durch einen radikalen Muslim. Also können wir jetzt eins und eins zusammenzählen? Können wir das? Ich denke schon, oder? Das heißt, der Islamhass, die Diffamierung, die Lügen, die verbreitet werden über den Islam und über die Muslime, diese Angst, die verbreitet wird, bewirkt genau das, dass sich auf der einen Seite Nicht-Muslime radikalisieren und Hass bekommen gegenüber den Islam und Muslime. Und Hass, das sage ich immer, entwickelt sich irgendwann mal zu einer Tat, entwickelt sich irgendwann mal zur Gewalt. Auf der anderen Seite haben wir auch dann Muslime, die radikalisiert werden, krumme Gedanken bekommen, Hass bekommen gegenüber allen Nicht-Muslimen. Und was passiert dann? Dieser Hass führt sie dann dazu, unschuldige Menschen zu töten. Unschuldige nicht-muslimische Menschen zu töten. Und deswegen ist meiner Meinung nach, wer daran schuld? Macron und die Regierung von Macron und Leute wie die Redakteure und Journalisten von Charlie Hebdo, diese unprofessionellen Leute und auch andere Medienvertreter und Politiker, die entweder den Islamhass direkt verbreiten oder dafür sorgen, dass er ohne Probleme verbreitet wird. Also ganz ehrlich, ein vernünftiger Politiker, ein vernünftiger Staatsführer möchte doch Ruhe haben in seinem Land, oder nicht? Er möchte doch keine Unruhe. Und er möchte doch keine Unruhe provozieren. Also warum schnallt man diese Sachen? Warum versteht man diese Sache nicht? Möchte man, dass es weitergeht? Weil heute wurden drei Nicht-Muslime getötet, morgen wird irgendein Muslim wieder getötet und danach wieder ein Nicht-Muslim. Also wie soll das denn weitergehen? Ja, subhanallah. Wir möchten doch miteinander zusammenleben, oder? Ohne dass der eine Angst hat vor dem anderen. Also warum wird dieser Hass immer noch geduldet und immer noch verbreitet? Warum? Damals in der Zeit der Nazis wurde der Hass gegenüber allen Nichtdeutschen und allen Nichtchristen wie Juden verbreitet. Wie hat es im Endeffekt geendet? Ihr wisst es alle. Die Juden wurden getötet, verfolgt und so weiter. Und selbst deutsche Nicht-Muslime, die sich nicht dieser Ideologie angeschlossen haben, der Ideologie der Nazis, wurden genauso verfolgt und getötet. Und im Endeffekt haben die Nazis dann selber dann die Rechnung bekommen, indem sie dann von der halben Welt dann bekämpft worden sind und Deutschland zum Teil in Schutt und Asche gelegt worden ist. Und die Nazis dann im Endeffekt erniedrigt worden sind
getötet worden sind, entweder getötet worden sind oder verhaftet worden sind oder ähnliches. Also warum? Man muss doch jetzt mittlerweile begreifen, dass Hass nur Hass erzeugt. Hass produziert nur Hass. Und deswegen sind diese Leute daran schuld. Diese Leute sollen wissen, dass sie daran schuld sind, dass diese unschuldigen Menschen getötet werden. Seien sie getötet worden von radikalen Muslimen oder von radikalen Nicht-Muslimen, genauso Muslime, die getötet worden sind. Das heißt, das Blut dieser Menschen klebt an den Händen derer, die Hass erzeugen und die Hass verbreiten. Natürlich, der Islam ist frei von diesen Aktionen, von diesen Gräueltaten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde als Barmherzigkeit für die Menschen entsandt und er hat den Muslimen verboten, selbst im Krieg Unschuldige zu töten. Deswegen ist es verboten, in Deutschland oder in Frankreich oder in irgendeinem nicht-muslimischen Land, selbst in den muslimischen Ländern, ist es verboten, einen Unschuldigen Nicht-Muslim zu töten. Denn das wird als Mord gesehen im Islam. Das wird als Mord gesehen und als eine Großsünde. Das darf man nicht. Und der Islam spricht sich auch frei von jedem radikalen Gedankengut. Der Islam sieht das Radikale als radikal. Genauso wie alle anderen etwas als radikal sehen oder bestimmte Gedanken als radikal sehen. Der Islam ist die erste Religion, die sagt, dass diese Gedanken radikal sind und dass sie im Gegensatz zum Islam stehen. Natürlich haben wir als Muslime das Recht, legal auf Karikaturen zu antworten, auf Islamhass zu antworten, aber nicht in Form von Gewalt und nicht in Form von Terrorismus. Das ist keine Lösung für uns Muslime. Und hier nochmal möchte ich gerne etwas sagen. Und zwar, wir Muslime haben keine Komplexe mit uns selber. Wir Muslime haben keine Minderwertigkeitskomplexe. Wir sind stolz auf unsere Religion. Das heißt, wir haben kein Problem damit, wenn jemand kritisch gegenüber dem Islam steht. Wir haben kein Problem damit, wenn jemand mit uns diskutieren möchte. Wir haben kein Problem damit, wenn jemand das Frauenbild im Islam nicht akzeptiert oder das Rechtssystem im Islam nicht akzeptiert in Form der Scharia als Rechtssystem, als Gesetzgebung. Damit haben wir kein Problem. Aber wir haben ein Problem damit, dass Hass erzeugt wird und verbreitet wird. Damit haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem mit den Beleidigungen gegenüber den Islam und den Muslimen. Wir haben ein Problem damit, dass Rassismus verbreitet wird gegenüber Muslimen. Aber mit offener Kritik haben wir kein Problem. Das wollen wir sogar. Wir wollen, dass Leute sich mit dem Islam in Verbindung setzen und dass sie kritische Fragen stellen, damit diese Fragen auch dann gelöst werden und beantwortet werden. Also darf man hier nicht diese zwei Dinge verwechseln. Man darf nicht hingehen und sagen, ja, die Muslime, die haben Komplexe mit sich selber und die akzeptieren gar nicht, wenn man etwas gegen die Religion sagt. Nein, wir akzeptieren keine Beleidigungen. Wir akzeptieren keinen Hass gegenüber dem Islam und die Muslime. Aber womit wir kein Problem haben, wie gesagt, ist, wenn jemand kritisch gegenüber dem Islam steht, kritische Fragen stellt, allgemein Fragen stellt, sich informiert. Deswegen ist der Islam eine Religion des Dialogs. Allah subhanahu wa ta'ala bringt uns bei, dass wir mit den Leuten diskutieren sollen. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ und diskutiere mit ihnen, o Muslim, mit den Nicht-Muslimen, egal woher sie kommen. Ob sie Juden sind, Christen sind, Atheisten sind, kein Problem. Wir sind offen für alle. Selbst Schwule oder Lesben, selbst wenn jemand schwul ist oder lesbisch ist, wir haben kein Problem damit, mit diesen Leuten zu diskutieren. Wir sind offen für diese Leute. Und deswegen zeichnet sich auch der Islam mit dieser Sache aus, dass er eine Religion des Dialogs ist.
Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Und möge Allah diese Leute, die diese schlimmen Dinge ausüben, recht leiten, seien sie Muslime oder nicht Muslime. Und ihr seht, jetzt in Frankreich wird die Lage nur noch schlimmer durch diese dummen Taten von dummen, radikalen Muslimen, die denken, dass sie mit so einer dummen Tat den Islam nach vorne bringen oder den Muslimen den Sieg schenken. Im Endeffekt arbeitet man gegen den Islam mit solchen Taten. Im Endeffekt arbeitet man für den Scheitan mit diesen Taten. Möge Allah diese Leute recht leiten und uns beschützen vor diesen Menschen. Barakallahu fikum. Hada wallahu alam. Alhamdulillahi rabbil alamin.